reden wir übers Wohnen. Ja, ich bin der Fuchs Florian, komme ursprünglich aus Westendorf. Mich hat es nach Bradenbach daher verschlagen, zu meiner Frau, jetzigen Frau, der Birgit. Wir haben vor 4 Jahren angefangen, das Haus zu bauen und sind vor 3 Jahren, im 12. November, vor 3 Jahren eingezogen. Jetzt teilnehmen und gewinnen. Wir verlosen Gutscheine von Tiroler Meisterbetrieben im Wert von 10.000 Euro. Ja, wenn wir uns kennengelernt haben, war die Birgit noch bei ihren Eltern zu Hause und ich war in einer Wohnung in Westendorf. Und danach haben wir entschlossen, zusammenzuziehen. Die Bauphase ist eigentlich relativ, wie soll ich sagen, schmerzfrei gegangen, weil ich das meiste selber gemacht habe. Ich bin auch aus der Baubranche. Von Rohbau, Fertigstellung bis Einzug hat es genau ein Jahr gedauert, eigentlich, kann man sagen. Dekor, also Inneneinrichtung und so, Küche war das Erste, was wir geplant haben. Und danach haben wir eigentlich das Haus rundherum geplant. Ja, also die Inneneinrichtung habe eigentlich hauptsächlich ich gemacht. War stressige Zeit nebenbei arbeiten und klar, aber es ist alles gekommen. Als ich vom Westendorf dann nach Bradenbach gezogen bin, eigentlich vorher nach Kundl, habe ich die Bank gewechselt und meine Frau war schon bei der Sparkasse Rattenberg, beim Gerhard. Und das war eigentlich für mich selbstverständlich und auch mit dem Hausbau, das war unkompliziert, was der Gerhard gemacht hat. Immer da für die Betreuung echt spitze gemacht. Also wir sind sehr zufrieden mit der Sparkasse Rattenberg. Mein Lieblingsplatz im Sommer der Pool und die Grillecken. Im Winter ja, die Couch. Mein Lieblingsplatz ist die Ofenbank. Der Wohnraum ist soweit eigentlich alles fertig, außer im Keller. Da habe ich noch einen kleinen Abschnitt Rohbau lassen, weil da wissen wir noch nicht, was wir machen. Könnte mal Wellness werden. Wer weiß, ob wir nicht auf das kommen. Glaub an dich. The future is yours. Teilen Sie Ihre Wünsche auf sparkasse.at/Tirol mit uns. Wir verlosen Gutscheine von Tiroler Meisterbetrieben im Wert von 10.000 Euro.